Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Auto Truck Simulator 2020. Ja, wahrscheinlich. Geil. Ja, auf jeden Fall sind wir hier wieder am Start, hier der Jan und Icke. Und wir sind in der Nähe von Paris und werden jetzt probieren, uns einen Auflieger zu kaufen. Auflieger, genau, das sollten wir auch unbedingt probieren. Einen Auflieger kaufen, wie das funktioniert. Und natürlich dann wieder ein, zwei schicke Fahrten machen, je nachdem. Ein bisschen Geld anscheffeln, der Jan vor allem. Und ja, schaut auf jeden Fall auf beiden Kanälen vorbei. Der jeweils andere rechts um beim i verlinkt. Unbedingt vorbeischauen, denn dann könnt ihr das aus beiden Sichten quasi sehen. Und ich klicke einfach mal auf Aufliegerhändler. Hast du das auch? Ja, habe ich auch drauf gedrückt. Und ich habe schon gesehen hier... Lol, was man hier alles kaufen kann. Es gibt... Also die sind natürlich relativ teuer. Und die Kassen, die halt so Doppeldings sind und so, die haben so ein hohes Level, dass ich die noch nicht fahren kann. Also ich habe die auf jeden Fall. Alter, das ist richtig krass, was man sich hier kaufen kann. Ich habe das noch nie gesehen. Ich kaufe mir jetzt einmal den teuersten. Ich kaufe mir den teuersten, den ich kaufen kann. Und wo packe ich denn hin? Und da nehmen wir natürlich ganz, ganz viele. Okay, dann, ich muss den halt jetzt tatsächlich in Hamburg abstellen. Glückwunsch, der Aufleger wurde gekauft, würde da kannst über den Aufleger aufnehmen. Aber du kannst ihn auch gleich anwenden, dann funktioniert. Okay, Aufleger-Manager. ja, genau, da gucke ich natürlich jetzt mal rein. Konfigurieren kann man den dann halt, ne? Verwendet, 0% verwendet, okay, toll. Jetzt nutzen, ja, will ich wissen. Willst du den wirklich benutzen? Er wird in der Garage Hamburg auf dich warten. Ey, Leute, ich muss Geld verdienen, das ist so hieselig. Wir müssen okay, echt mal live streamen. Okay, mal hin, zusammen. Dass wir hier Zubehör, was können wir denn hier als Alter, dass man hier alles ändern kann? Ey, okay. Das ist so unfair. Wie viel Geld hast du eigentlich? Hau mal raus. 8.239.000. Das schmeckt auf jeden Fall. Zeit zu gehen. So, dann nehmen wir natürlich diese Reifen, die gefallen mir am besten. Willst du den noch nicht konfigurieren? Oder mal ausprobieren? Was für ein Geld soll ich den konfigurieren? Ja, manche Sachen sind gar nicht so teuer. Ja, aber ob das jetzt was bringt? Weiß ich nicht, das ist halt so voll Jux, ne, einfach. Ja gut, deswegen mache ich es ja nicht. Weil ich es halt nicht weiß, ob es was bringt. Ich will erstmal generell gucken, also ich weiß ja noch nicht mehr, ob es wirklich so viel krass viel Cash gibt, dass sich das lohnt. Was gibt's denn da? Ich werde erstmal meine Schulden losbekommen, weil jetzt habe ich ja wieder... Muss man jetzt dann selber quasi aufgeben mit dem Fahrrad? Ja, klar. So. Ja, das ist lustig. Das müssen wir echt gleich machen. Verwende deinen brandneuen Auflieger, um über den Frachtmarkt eine große Vielfalt von Frachten an ihr Ziel zu bringen. Mit deinem eigenen halt jetzt, ne? Und dementsprechend musst du den halt aber auch reparieren, weil jetzt musst du ja immer nur, wenn der... Aufleger mit kaputt ist, hast du ein bisschen weniger Geld bekommen. Aber jetzt, wenn er mit kaputt geht, musst du den natürlich auch dementsprechend noch mit reparieren. Deswegen ist er jetzt aufgeteilt quasi in Fracht kaputt, wie viel Prozent Schaden die bekommt, dein LKW und der Auflieger. Deswegen wurde das so aufgeteilt. Und ey, man kann hier einfach Schrauben auswählen, WTF. So, verwende deinen eigenen Auflieger um eine große Vielfalt von Frachten. Okay. Alter! Okay, doch nicht, Alter. Aber doch, doch, das, also es bringt schon relativ viel, würde ich sagen. Oh, ich kann Kaviar transportieren, lol. Wo ist denn deine? Oder wo soll das sein? Wo wäre es denn denn nicht? Das ist nicht. Hier, da ist er. Was? Du fährst gerade durch einen Zaun bei mir. Was? Da ist ein Zaun, wo du stehst gerade mitten in einem Zaun. Aber ich habe den Anhänger schon vorher gesehen. Ich habe mich nur gewundert, wo du hinfährst, weil der halt bei mir hinter, also gar nicht hier auf dem Grundstück drauf steht. Also, das ist interessant jetzt mit diesem zwei Dingen, Alter. Siehst du mich? Ja, ja, ich sehe dich. Und dann bin ich bei dir immer noch im Zaun. Du bist gerade durch den Zaun gefahren. Also, ich finde das richtig lustig. Ja, aber wir gucken jetzt erstmal auf den Markt. Alter, also, WTF, ist das krank. Auftragsangebot musst du drücken und dann halt Frachtmarkt und nicht Aufträge. Ey, ich hoffe, du zerlegst dein LKW und musst tausendmal neu reparieren, ey. Lol, du fährst gerade durch mich durch. Aufliegerschaden 2%. Demnächst rechts ab. Das schmeckt. Yes. Ja, dadurch, dass ich wahrscheinlich durch dich durchgefahren bin und ich dann schon aus der Non-Collision-Zone draus war und nicht bei dir drin gesteckt habe. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Rückführung ist damit abgeschlossen. Da, du holst die Laune vom selben ab wie ich.
Ist das geil. Oh mein Gott. Schöne Fahrt. Ja, ja, toll. Ich finde, was transportierst du? Ich finde auf jeden Fall nett, medizinische Ausrüstung. Ja. 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 Was will ich jetzt machen? Ich weiß auch nicht. Fracht ist beleidigt. Fahr zum Verladebereich. Wo ist denn der Verladebereich? Ah, da. Ich habe einfach überspringen. Nein, Doppel- kein Problem. Fahrt ich wurde aufgeladen. Doppelkorn, ey. Ey, ich fahr jetzt schon los, ich hatte Lust hier. Hä, hast du nicht den Auftrag erst angenommen? Ja, natürlich habe ich den aufgenommen. Alter, Doppelter ist ja richtig nervig, Doppelanhänger. Ja, deswegen. Ich überspringe auch einfach. Ja, hab ich auch gemacht. Ey, jetzt ist der Schnee schon wieder auf meiner Fensterscheibe. Ich kann das gar nicht machen. Aber hey, mein Anhänger passt voll zu meiner Zugmaschine, weil die ist ja auch einfach nur weiß. Die habe ich auch nie anders gemacht. Lol, ich höre dich nicht. Leck. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hallo? Ja, ich hole mir gerade ein paar Prozent von meiner... Disconnect gleich? Dings. Was machst du? Ich warte auf dich. Und versuch meinen Auflieger nicht zu beschädigen. Ja, der hat einen Disconnect, ey, dann. Also, weiter geht's nach dem kleinen Disconnect. Die hab ich doch anmoderiert, ey. Ja, ist mir doch egal. Mal weiter. Fahr, ich bin hier hin, wie du fährst. Okay, ja, egal. Auf jeden Fall hatte Jan ja gerade einen Disconnect. Ja, ich kann nicht fahren wahrscheinlich. Oh, zwei Anhänger. Was hat das mit den Anhängern zu tun? Was? Blinke ich eigentlich hinten? Ja. Ich sehe das gar nicht. Drei Lampen weg. Blinken sogar. Echt? Ja, das sind drei. Weil Stück. Ich so. Ja, ich hab das so gemoddet. So viel Geld ausgegeben, dass gleich drei Blinker gekommen. Ja, wirklich. Dieses, es ist ja da so. Es ist ja so ein blaues Pad quasi schon. Und. Ja. Alles gut? Das ist alles gut gelaufen gerade, ja. Ich fahr mal hier jetzt links neben dir. Also ich versuche jetzt wirklich. Oh, grün. Oh Mann, ey! Alter! Sollen das? Mein Auflieger hat schon 2% Schaden. Ja, dafür kann ich nichts. Ah, wie geil, dass ich schneller beschleunige. Ja, weil. Ja, kann ich schon so. Wer weiß du? Deiner ist so lang. Und. Ja, ich mit meinem kurzen transportiere 14 links Tonnen. Halten. Links abbiegen. Mit einer schwachen Maschine. Ich muss links rüber. Ich auch. Alter. Ich zieh rüber, wenn du nicht Platz machst, ist du weg. Ich musste Vollbremse machen, ich bin schon zum Stehen gekommen. Ja, ich war vor dir. Du warst aber weit in Spur vor mir. Ja, aber ist mir doch egal. Du hast mich hier abgedrängt. Was? Wohin fahren wir denn eigentlich? Was ist auch im echten Straßenverkehr? Aber die Leute, die verstehen das schon. Die haben da absolutes Verständnis. Ja, tschüss, ich fahr da mal weg mit meinem ultrageilen Auflieger. Ich finde den echt cool. Rechts halten. Also jetzt mal ohne, dass du jetzt sagst, dass ich zu viel Geld habe, wie würdest du den so finden? Ja, ich finde den auch cool. Also ich auch mit diesen drei Lichtern und so. Also ganz besonders toll. Jetzt ist cool. Ohne Spaß, ich finde das echt cool. Ja, ich finde das auch cool. Ich habe extra, ich wusste nicht im ersten Moment, soll ich das machen? Ja, dann fahr mal ein bisschen schneller, oder? Ja, ich muss ja hier ausholen. Boah, wie weit holst du denn aus? Da ist ja auch noch Gegenverkehr. Wo denn? Ja, da meinst du, soll ich da rüberfahren? Ich fahr mal die Autobahn so. Ja, mach. Wegen ausholen und so. Guck mal, wie langsam er schon wieder ist. Lol. Ich geb Vollgas. Ja. Ich hoffe, du gibst um irgendwann. Arschloch. Ich glaube, ich bin 9, kann ich. Ja, ich wusste das aber nicht mal, dass sowas möglich ist. War ja das gerade richtig. Alter, wieso ist auf dieser Autobahn nur 80? Egal, du fährst ja vor mir. Also kann bist ich du eigentlich noch da, oder? Bist du schon nee, ich bin ganz weit da. Weg. Ich fahr 82 ich muss hier rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Bremst nicht. Gleich ist die ganze Auffahrt versperrt, weil ich da lieg. Ja, ich nehme deswegen größeren Sicherheitsabstand. Immer geradeaus. Nein, du sollst ja hier, die Leute sollen ja sehen, wie gut ich fahre. Bitte rechts halten. Ja, wir müssen es, glaube ich, wobei, nee, das geht gar nicht. Oh
mein Gott. Aber ich fahre echt langsam. Ich war 55 hier bei 50. Das war eigentlich echt schlecht. Ich war 44, 43, weil ich nicht schneller kam. Ist da meine Staubwolke überhaupt noch, oder? Bitte links halten. Nee, ich sehe den LKW. Habe ich eigentlich Synchro gemacht? Weiß ich gar nicht. Nee, brauchen wir nicht. Mein LKW siehst du immer noch. Du bist quasi so immer noch an meinem LKW dran. Und ich bin schon einen Kilometer weiter vorne. Ja, ungefähr. Also ich gebe jetzt kein Gas mehr. Roll jetzt ich einfach bis nach Hannover. Auch nicht mit Gas, sondern mit Diesel. Digga. Das war so scheiße. Oh, da ist doch eine Kamera, eine Radarfalle. Habe ich nicht gesehen. Aber ich war gar nicht schnell genug dafür. ich roll ja jetzt bis nach Hannover, habe ich ja gesagt. Und ich habe auf den Punkt geguckt, wo du bist. Deswegen. Sag mal, wenn du mich wieder siehst. Ich sehe dich. Sag mal, wenn du dich eher so. Ich sehe dich. Ja, gib mal Gas, Mann. Ich muss einmal aufs Gas drücken und schon bin ich wieder schneller als du. Ja, 91 km/h, 92, 93. Jetzt, wo es bergab geht, geht's ab. 96, 97. 98. Okay. Ich kann ja nichts dafür, dass deiner so ultra lang ist, aber halt überhaupt nichts wiegt und du halt so einen guten LKW hast, der irgendwie 5 Millionen PS hat und ja, ich hab 1 PS. Ich kann einfach bei mir ein Pferd so vorne dran machen, ein bisschen schneller. Ja, musst du halt kaufen. Ein Pferd, ja. Ja. Wahrscheinlich teurer als mein LKW. Da. Du musst ja nicht stehen bleiben. Ich hab richtig übertrieben. Ich bin aber auf 40 runtergegangen. Hab ich gar nicht. Ja, ey, Junge, war das knapp? Digga, war das knapp? Genau. Hol ich jetzt rechts. Hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt schneidet er mich wie dieser Typ von vorhin. Alter, ich schneide dich gleich so hart, ohne Spaß. Ist mir eigentlich komplett egal, dass du kein Geld hast. Digga. Hilfe. Deabonniert Mike Let's Play. Ah ne, ja. Heißt ja gar nicht mehr Mike wahrscheinlich, wenn das so ist. Ja, genau. Ich geh da. Tschüss. Der ist da jetzt auch in die Leitplanke rein und überschlagen. Ja genau, fahr einfach vorbei. Ja, ich muss ja nicht danken, ich habe ja schon getankt. Das finde ich lieber. Ich muss auch nicht danken, ich dachte so. Du dachtest? Warum das denn? Kannst du mal bitte langsam fahren? Ich fahre die ganze Zeit langsam. Ich noch langsamer als Standard. Alter, ich ramme einfach 80. Die Tankstelle. Und das Schild fast. Überschlagen. Ja, vielleicht heiße ich tatsächlich langsam. Nicht mehr so, das weiß ich nicht, wann das Video überkommt. Ja, übervorgestern wahrscheinlich, oder? Wie langsam fährst du? 80 km/h, weil 80 km/h erlaubt sind. 60 km/h. Ja, ich beschleunige jetzt auf 90, wäre krass. Nein! Doch! Nein! Wir haben nur noch 50 km, wir sind eh gleich da. Ja, stimmt. Dann will ich natürlich vor dir da sein. Du Idiot, Alter. Das ist jetzt ein Rennen. Echt? Ja, damit es ja fair ist, habe ich ein paar Meter Vorsprung bekommen. Okay. 29 Kilometer habe ich noch, 28 Kilometer. Wahrscheinlich fahren wir auch gar nicht zum selben. Das ist so gewonnen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Fracht. Was transportierst du? Ich transportiere Käse. Medizin. Ja, guck. Käse ja, und Medizin kommt wahrscheinlich genau zum selben, oder? Ja, sicher. Real, einmal hin, alles dahin. Keine Werbung hier. Nehmen die Ausfahrt rechts. Kann man hier Vollgas fahren? Nein, kann man nicht. Ich dachte, du fährst 90, du Idiot. Ja, aber ich habe ja wegen Rennen beschleunigt. Nein, da kann ich ja nie mehr ein. Immer
geradeaus. Kreuzung interessiert. Oh, es war gerade noch gelb. Also ich war noch gelb. Uiuiui. Ich probiere es durchzubrettern mit zwei Anhängern. Oh! 112 km/h. Rote Ampel. Oh, also ich bin schon mal in Hannover, aber ich muss jetzt an der roten Ampel warten. Und ey, es schüttet wie aus Eimern. Musst du an der roten Ampel? Ich fahre dir gleich so hinten drauf. Alter, ich bin gerade über Rot gefahren, habe keine Strafe bekommen. Bei der Ampel bin ich gerade auch so über Gelb rüberhuschen können. Ich fahre gerade über zwei Fahrstreifen, also kannst du nicht vorbei. Ja, ich komme aber. Du. Alter! Junge, du bist so doof! Was machst du denn? Bei mir steht wieder Steam offline. Wie viel Schaden hast du gekriegt? 1%. Okay, dann geht's. Ey, sorry. Ey, ich hab schon richtig Angst gehabt, dass ich dich jetzt zerstöre. Ich kam mit 108 km/h angerauscht und er macht einfach beide Spuren zu. Ey, selbst wenn ich gebremst hätte, das hätte nichts mehr gebracht. Alter. Wenn ich gebremst hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich gebremst habe. Es ging so schnell alles, wahrscheinlich haben wir einfach gar nichts gemacht. Wir bringen wirklich Medizin und Käse zum selben. Wir sind heile angekommen. Ja, nice! Aber halt auch, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ja, ich bin noch bei Steam online. Spiel unterbrochen. Was für Spiel unterbrochen? Das war so geil. Fahrer zum Verladebereich. Was hast du als neuen Dingens? Ja, ich musste ja doch abladen, Alter. Ich mach's einfach schnell hier im Spiel. Ja, ich mach auch überspringen. Ah, jetzt ist es wieder online. 4878. Toll. Was? Okay, ach, jetzt. Komm, jetzt bitte ja, einmal was Gutes. Mal. Okay, Lüttich, hast du Lüttich? Nee, ich hab. Amsterdam und sonst habe ich nur Deutschland wieder. Ah, nee, Groningen habe ich auch noch. Also zweimal Niederlande und sonst Deutschland. Ja, okay, sag's, was du in Deutschland hast. Das klang gerade nicht. Ja. Bremen, Dortmund, Duisburg. Ja, Duisburg, wir nehmen Duisburg. Bremen. Wir nehmen Duisburg. Mannheim. Duisburg. Düsseldorf. Ich hab Duisburg schon. Berlin. Und Kiel. Ich habe aber keinen Duisburg. Ah. Da krieg ich ja nur 10.000. Wie viel kriegst du? 8.000. Ich muss eigentlich wo ganz anders hinfahren, aber ich würde gerne die Sachen da noch erkunden. Mach ich schnell einfach. Biege nach links ab. Warte, wenn man einfach theoretisch auf der falschen Seite über die Ampel fährt, muss man dann rechts abbiegen. Strafe zahlen? Für ja. Rote Ampel? Ja, ich glaube schon. Biege nach weiß rechts ab. Jetzt habe ich übrigens, ich bekomme jetzt übrigens Geld, ne? Ich weiß okay, nicht warum. Okay, lass uns eine neue Route finden. Weil's, ach so, weil es Tag ist wahrscheinlich. Die fahren halt nachts nicht, oder? Das kann sein. Das könnte irgendwie sein. Also jetzt bekomme ich, ich komme die ganze Zeit zu 1300, 2000, Level aufgestiegen. Irgendwann müsste der auch mal Geld reinbringen. 1167. 13.000, was hat der gemacht? Alter, wieso? Du einfach so, die ganze Zeit. Ohne nix. Ich finde ist er aufgestiegen. Kannst du den auch Auflieger kaufen, oder? Das weiß ich. Ja, ich muss auch da lang fahren, aber ich. Echt? Okay, ja, dann gebe ich mal Gas. Ach, du hast schon einen Auflieger? Ja, bin schon fertig. Achso, nee, ich habe meinen Auflieger noch gar nicht geholt. Ich musste den da holen, wo wir waren. Ah, nee, ich nicht. Musst du den da abholen, wo ich jetzt gerade hinfahre? Ja, ne? Ja. Ich wollte gerade nur die Sachen aufdecken. Dick, dick. Warte, ich merke gerade. Ah ne, ich hab schon einen Auflieger, hä? Lol. Wo hab ich den denn jetzt her? Ja, bist du doof? Du hast deinen Auflieger, aber du hast keine Fracht drin. Aber mir steht, 290 Kilometer muss ich noch fahren.
Hä? Warte mal. Ich muss meinen Truck mal kurz stoppen und... Das Arschloch fährt einfach über Rot. Nicht über Rot, aber Vorfahrt missachtet. Ja, kann ich jetzt irgendwie gucken, was ich hier für einen Auftrag habe? Kann ich jetzt irgendwo nach einem Auftrag gucken, irgendwie so? F6. Boah, also hier steht, fragt Joghurt nach Duisburg. Ja, dann. Habe ich irgendwie doch schon drin. Keine Ahnung. Gehackt. Auch wenn ich es nicht eingeladen habe, eigentlich. Nice. Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich bin durch die Stadt gerade gefahren, als hätte ich gar keinen Auflieger drauf. Ich habe mich voll gewundert, so als ich so. Ich dachte so, ich habe gehackt, ich habe plötzlich einen Auflieger hinten dran. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe mir einen gekauft. Willst du eigentlich auch gerade ausfahren? Oder? Ach so, du bist ja schon da. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, wir schneiden, ey. Nimm die Ausfahrt rechts. Man kann nicht schneiden, wenn kein schneller Fahrer da ist. Oh. Okay. Gleich schneide ich dich wieder. Oder du blockierst wieder einfach alle Fahrbahnen. Immer geradeaus. Fahr mal ein bisschen schneller. Hier blitzen sie doch eh nicht. Ja. Alter, Junge. Fahr mal ein bisschen links, dass ich rechts vorbei kann. Alter, jetzt habe ich auf 20 Runde gebracht. Nice. Wie Tonnen haben sie eigentlich jetzt? 17, glaube ich. Warte. Mit dem Links halt, das macht er, fährt rechts. Ich habe wieder 10. Alter, what the fuck. Micha hat gerade mein... jetzt gerade um 0.55 Uhr auf meine WhatsApp geantwortet. Ja, und dann sagt er, er ist krank. Kann man verstehen. Lassen wir das drin oder schon was raus? Weiß ich nicht. Das fällt uns eh nicht mehr ein. Ja. Der macht ja nicht so sehr Krankheit, ne? Ja, er ist ja auch krank. Wenn man um 0.55 Uhr einfach noch... Ja, weil man nicht schlafen kann, weil man so krank ist. Ja, beziehungsweise wenn man um 0.55 Uhr noch Euro Truck spielt und den anderen jetzt gleich schneiden wird. Nein, du darfst mich nicht schneiden, weil ich kein Geld habe. Ich darf das, weil du Geld hast. Okay. Du musst ein schlechtes Gewissen dann haben, ich nicht. Ich war dann. Alter, ich hab echt Angst, dass du irgendwann kippst du mit dem Ding um. Kommt einer entgegen oder so, aber auf jeden Fall steht einer auf der Strecke. Entgegen und steht ist schon ein Unterschied, oder? LOL, ist das eng da! Bin ich denn links gefahren, ich Idiot? Ich war einmal links und so eng da ist eng. Ja, genau. Alter, ich könnte mit dem einfach die ganze Straße blockieren, ich könnte mich jetzt quer hinstellen. Ey, ich glaube wirklich, unsere Folgen sind alle über 20 Minuten drin, kann das sein? Ja, will ich. Okay. Okay. Okay, ja. Ich habe übrigens heute auch X-Plane geschnitten. Habe ich wirklich? Was? Ich habe nämlich, ist mir aufgefallen, unsere X-Plane-Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben, die hochgeladen. Und jetzt? Jetzt habe ich heute beide Parts geschnitten und die kommen jetzt, reihen sich in meinen Uploadplan für meinen Zeitkanal ein und das heißt, sie kommen wahrscheinlich nächste, also nicht nur wahrscheinlich, sondern kommen nächste Woche. Und deswegen, also ich habe wirklich, als ich das schon wieder gesehen habe, auch so mit dem so, dieses Plugin, was du dir geholt hast und so, was wir ja auch beide haben, mit diesem Bucken und Shaken und so, ey, ist so cool. Shaky. Da musst du mein Video angucken, weil das ist qualitativ irgendwie besser als sein, so ist das Gefühl. Du meinst es gar nicht online. Ja, eben. Ja, meins qualitativ mega gut geschnitten, aber ich gucke echt deins, glaube ich, nochmal an, damit ich weiß, wie gut ich meins schneiden muss. Ja, ich habe nichts geschnitten. Ja, echt? Ja, Anfang, Ende haben wir doch gesagt.
Ja, aber mittendrin mussten wir schneiden. Und wir haben, oder ich. Ah, nee, war, ah, ich musste, glaube ich, nur schneiden, weil. Also bei mir ist einmal mein Flugzeug so festgebackt. Deswegen musste ich auf jeden Fall einmal schneiden beim Start. Und aber auf jeden Fall ist X-Plane ist halt so. Ist schon geil. Ich hatte damals echt immer auf deine Folge gewartet, aber mittlerweile hatte ich es auch vergessen, dass du mich nicht mehr. Weil ich wollte mir das aus deiner Perspektive unbedingt mal angucken. Ja, ich weiß noch, also als ich heute das so geguckt habe, meinst du so, ja, ich habe noch richtig viel vor und dann hier so noch mit Plugins und so, ich will da jetzt in dieser Zeit richtig viel machen und dann so, ja, wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, ich habe sogar ein, zwei Sachen noch gemacht, aber nicht mehr viel. Fahren wir mal tanken. Kannst du machen. Regnet es bei dir eigentlich auch oder ist deine Scheibe zu krass? Nee, bei mir ist Sonnenschein. Echt? Ja, wirklich. Oh Mann, ey. Schön hell mal, das ist so abwechselnd. Bei mir ist. Alter, es regnet. Aber ist hell bei dir oder ist es. Naja, nicht wirklich hell, ist halt super bedeckt. Nee, bei mir ist schön hell und so, endlich mal. Heute habe ich sogar dieses Mix-Shirt an, was echt heftig ist. Ich finde das richtig krass. Ich habe das richtig heselig Shirt an. Also, wir haben uns ja am Anfang richtig heselig und das darfst du nicht geholt. Aber dieses Mix-Shirt. Hab ja ich mit so Schnörkel noch gemacht und so, ne, dass ich da so hier so ein paar Striche, hier so ein paar Schweife und was auch immer. Und da dachte ich am Anfang so, ich bin gespannt, wie das ausschaut am Ende. Ne? Und als ich das jetzt bekommen habe, ich finde das richtig geil. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh! Da war eine unsichtbare Mauer! Aber die hat mir keinen Schaden gemacht, glaube ich. Geradeaus. Ich muss echt aufpassen, dass hier mein. Was LOL, ich habe Schaden abgezogen bekommen. Also, warum passt du denn nicht auf eigentlich? Ich wusste nicht, also ich habe gesehen, dass wir abfahren müssen. Ja, aber ich dachte, wir müssen erst quasi die Zeit auffahren und dass man dann geradeaus auch weiterfährt. Ich wusste ja nicht, dass da eine unsichtbare Wand ist. Ja, das ist ja jetzt hier besser gemacht. Ich habe echt das Gefühl, jeden Moment gleich, als ich mich gerade spiele, so erschrocken habe, dass ich gleich hier so die Nachbarn kriegen um 1 Uhr morgens wieder aufnehmen. Bitte links halten. Ich dachte, so klingelt die Post. Jetzt klingelt gleich die Post. Als ob das die Nachbarn juckt. Ja, ne, wenn irgendwer um 1 Uhr morgens rumschreit, wahrscheinlich. Ja, du schreist so nicht runter. Muss mal gucken, wo mein Paket ist, ob es immer noch irgendwie bei Osnabrück oder Oldenburg oder was es war ist. Er kann ja mich ja mit. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich fahre jetzt gleich mal auf die Gegenspur. Immer geradeaus. Ich bin abgefahren. Radarkontrolle. Echt? Nein. Radarkontrolle. Ja. Die haben nicht sogar vorgewarnt mit dem Schild. Ja, ich weiß, ich sehe es. Links halten. Ja. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Ich fahre gerade 70 und warte auf dich, aber du hast irgendwie keinen Bock zu kommen. Ja, weil ich gerade runterbremsen musste eventuell. Ja, auf 10 wie ich vorhin oder was? Nee, auf 80. Das ist ja trotzdem schneller. Gucken wir, ob es sich schon bewegt hat. Nee, ist immer noch bei Osnabrück. LOL! Ich hab aufs Handy geguckt. Man sollte nicht aufs Handy gucken. Ich bin gegen die Leitplanke gefahren. Und dann rechts abbiegen. So ein Lulli. Wie viel Schaden habe ich? 5% und 4%. Biege nach rechts ab. Aber die Fracht ist unbeschadet. Kannst du ein bisschen schneller fahren, oder? Nee. Ich hole dich jetzt. Bitte lassen Sie mir Platz. Meinst du? Ja, du bist jetzt sowieso wieder schneller. Ich hab nur abgebremst, um auf dich zu warten. Kann ich eigentlich rüber auf linke Spur? Nein, kannst du nicht. Ich bin direkt an deinem Mit den Heck. Drei Blinkern. Ich seh. Nee, ich bin zu nah dran, ich sehe sie nicht. Jetzt könntest du rüber. Die da, sie. Ampel, gib Gas, dass du nur auf grün erwischt. Ja. Miau. Oh, ich muss anhalten. Oh, Breakdance! Hat er sich gar nicht von beeindrucken lassen. Wie schnell er auf einmal ist.
Rechner da. Junge, ey, wenn du irgendeine Scheiße machst. Alter. Oh mein Gott, ich hab nicht gebremst, ich hab Gas gegeben. Aber es hat funktioniert. Wieso war ich nicht schon längst dran vorbei? 10 Kilometer? Nein, da vorne. Du hast mich ultra geschnitten. Ultra, also eigentlich. Nein. Oh mein Gott, nein! Ich bin in dir drin. Scheiße. Wie viel hast du? Nicht viel, glaube ich. Auflieger? 9 und 7 und 1. Also ich bin hier voll drauf. Ich bin in der Luft. Ah, ich konnte runterfahren, okay, alles. Ja, dann ist ja kein Problem. Ja, der kann direkt wo weitergehen. Wo sieht man das nochmal? Ja, ah, hier. 19 habe ich vorne. No. Und 3 auf dem Auflieger. Was? Wieso hat dein Auflieger so wenig? Weil mir vielleicht zufällig keiner draufgefahren. Wieso fährst du mir auch einmal drauf? Sicherheits- ja, weil du plötzlich irgendwie in der Wanne warst und dann stehen geblieben bist vielleicht? Ja, Sicherheitsabstand, wenn ein Unfall passiert, wenn man den Sicherheitsabstand oh einhält. Oh mein Gott! Dann passiert dann dadurch kein Unfall. Alter, deswegen bei mir kommt auch gleich die Polizei. Ich hab gerade richtig gut geschrien, das ist mir gerade richtig peinlich. Alter, bei mir schüttet so aus Eimern in dem Spiel. Meine Scheibenwischanlage eskaliert hier. Bleib gerade wenigstens mal drin. Ich kann sein, dass ich hier nochmal drauf fahre. Der Duisburg. Mach bitte nach rechts Platz. Bitte. Hör auf, Mann, ich fahre hier so drauf. Du Idiot, ich hab 25% jetzt. Ich hab so gefleht, Mann, und er fährt einfach nach links. Gefleht. Ich weiß auch gar nicht, was es ist. Oh, ich muss beschleunigen, um über die Ampel rüberzukommen. Ich durfte da halt gar nicht schneller fahren, so, ne? Ja, mit Tempomat 70 stehen und ich darf auch nur 70 fahren. Da haben wir noch eine WhatsApp. Ja, schreib mal weiter. Ja, mach ich durch die ganze Zeit. Achtung, da ist oh eine Wand. Gott. Ich hab ein bisschen angeglitscht. Ja, ich rüber, ja, bestimmt. Ja, bestimmt, vor allem so. Kann ich rüber, ja, ja bestimmt. Ja. Weiß man. Ah, ja, ich find's gut, dass deine Ampel bestimmt anhalten muss. Oh mein Gott, ich muss hier rechts. Rechts Alter! Rechts abbiegen. Ist auch nach rechts. Echt, dann sperre ich mal kurz die Fahrbahn. Bitte Ampel, nein! Ja, ich wusste es, aber die Fahrbahn wäre sowieso gesperrt. Gesperrt, oder? Ja, so ein bisschen nach vorbei. Ja, rechts vielleicht. Oh, da kommt noch einer. Kann die Ampel vielleicht mal grün werden oder so? Bin gespannt. Oh, da kommt einer. Ich komm da jetzt. Der Typ ist über Rot gefahren, das weiß ich. Da kommt noch einer, die werden sich denken, oh, der kann nicht fahren. Ja. Mit den Anhängern. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Und ich muss mir auch gar nicht denken, ich weiß es ja auch. Ja, okay, sorry Leute, ich fahr wieder nochmal weiter. Musst du da nicht links rein? Nee. Ah, nee, ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen über die ganze Zeit zum selben hin. Demnächst rechts abbiegen. Du musst auch dahin, wo du hin musst, das ist ja komisch. Biege nach rechts ab. Das ist ja ganz komisch. Es ist vorbei, ja, endlich. Ah, überspringen, ey, ja, gar keine Lust drauf. Gute Arbeit immerhin. Da muss ich noch schnell reparieren und dann werden wir die Folge. Ja, reparieren ist eine gute Idee. Mal gespannt, wie viel das kostet, aber ey, ohne Spaß, mit weil dir so crasht vielen... man sich nur. Ey, ich war da gar nicht dran schuld. Nein! Mit Milliarden km/h. 7700 habe ich bekommen und du wahrscheinlich so 30.000. Alter! Ich habe 10.000 dafür. So, jetzt wieder dran erinnern, dass ich einen Auflieger habe. Immer noch wieder.
Leute, dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich bin gar ohne Spaß, als du es gesagt hast. Ich bin gerade gefahren, als hätte ich nichts gehabt. Scheiße. Naja, Aufliegerschaden erstmal 5.000. Und LKW-Schaden 43.000 insgesamt, 48.000. Ja, die hat mir der eine Fahrer allein eingebracht heute. Also nicht ich, der eine andere. So, ja. Wer kann ich denn auf hier wieder wegkicken? Ja, wieso solltest du? Der nervt mich. Wieso nervt er dich? Ja, weil er so lang ist. Ja, der kauft den neuen. Ja. So, als hätte ich so viel Geld, einfach einen neuen kaufen. So, ich... Ich kann mal mit dem... Toll, also die Fahrt... Toll, toll, toll. Also, toll, ja. Also, ich habe heute für Reparieren ungefähr 60.000 ausgegeben und ich habe, glaube ich, 30.000 eingenommen. Nice. Also, Minus. Echt? Ist, heißt es Minus? Ich glaube schon. Ein bisschen, oder? Oh mein Gott, ich fahre gegen den Zaun. Okay, also beenden wir das Ganze jetzt. Hier, Motor ab, schlafen, ich komme eine Weile zur Ruhe. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.